fand deinen Hintern schon schön. Danke, ich fand deinen Hintern schöner. Danke. Gut, hätten wir uns auch geklärt. Hallo Freunde des guten Geschmacks, das hier ist die liebe Jackie vom Kanal Jackelina. Ich bin Silvi, wie ihr vielleicht wisst. Wenn nicht, dann solltet ihr auf alle Fälle den Kanal abonnieren und dann auch bei Jackie vorbeischauen. Denn wir haben zwei Videos gedreht, einmal hier und einmal auf Jackies Kanal. Wir beide haben die gleiche Kleidergröße und zwar 40-42. Unsere Körperformen, würde ich sagen, unterscheiden sich aber doch relativ stark. Mhm. Deswegen haben wir Outfits ausgesucht, jeweils in unserem Stil. Also in diesem Video findet ihr eher meinen Stil und in Jackies Video eher ihren Stil. Und haben die zweimal gekauft und werden die beide anziehen, sodass ihr seht, wie sie an unterschiedlichen Körperformen, Größen aussehen. Ich würde sagen, wie würdest du deine Körperform beschreiben? Ein Apfel. Und? Ja, das und. Ein Apfel. Oder ein von der Buchstabenform, ein O. Ein O, genau. Es gibt ja verschiedene Körperformen. Bei mir ist es die Obstform, ist die Birne. Mhm. Also ne, die Lovely Büffelhüfte, oben schmal und ein bisschen breiter. Und Buchstabenform hat es gesagt A. Genau, weil es unten und weiter auseinander geht. Und bei mir ist alles auf die Mitte zentriert. Also ich habe Bauch. Ja, aber du hast dafür schlankere Beine. Mhm. Genau. Und von der Größe her, damit ihr Bescheid wisst, werdet ihr gleich auch sehen. Du bist 1,61 Meter und ich bin 1,73. Also es unterscheidet sich schon dolle von der Größe her. Aber wir sind vom Hauttyp und so. Dunkle Haare, helle Augenfarbe, so sind wir relativ ähnlich. Deswegen finde ich es sehr, sehr spannend und ich glaube, dieses Video wird echt super interessant. Deswegen kommen wir zum ersten Outfit. Beim ersten Outfit, das ich ausgesucht habe, kam so ein bisschen die Cat Lady in mir raus. Ja, Cat Lady Level 7000. Und zwar habe ich einmal uns so ein T-Shirt besorgt mit so einer Katze drauf. Und hier steht auch noch was drauf. Was steht denn hier drauf? Hang in there. Genau, ist Größe 40. Und wir haben eine Leoprint, ne? Ja, Leoprint, so eine Hose, Gepard, so eine Colette-Hose. Colette. Das ist ein Frauenname, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Das ist eine Culotte. 42 tatsächlich. Genau. Für untenrum natürlich. Ich dachte mir, das sieht ein bisschen wild aus. Könnte schön aussehen. Es war auch wild. Wir probieren es mal an. Wie wir auch beide einfach uns so hinstellen. Also die Hose, ich weiß nicht so genau. Ich bin irgendwie nicht so richtig zufrieden mit der Hose. Die ist schon sehr abgespaced. Ich glaube, ich finde sie tatsächlich ganz schön, aber ich hätte sie mir ein bisschen, so wie sie bei dir ist, kürzer gewünscht. Ich bin ja ein Stück kleiner. Stimmt, ja, bei dir ist sie ein bisschen länger. Ja, stimmt. Also, das ist super interessant. Ich wusste auch übrigens nicht, dass sie so viel größer ist wie ich. Das ist wirklich, also ich hätte die gerne so, dass es nicht ganz so viel Stoff ist. Aber weißt du, was mich bei der Hose stört? Dass hier so ein Ding ist. Ich weiß auch nicht, das hätten die sich irgendwie sparen können. Das ist der Landefall. Ja! Ja, also, ich fand da ja das T-Shirt ganz schön eigentlich. Vom Schnitt fand ich es auch super, super schön. Unten war es ein bisschen komisch. Also das hat unten so ein, wie so ein Balken. Saum, ja. Ja, so ein Breiten. Aber da ich meine T-Shirts eh meistens croppe. In die Hose rein oder? Oder so wurschtel und dann rein. Das hast du mir ja beigebracht. Ja. Oberteil finde ich eigentlich ganz süß. Ja, das ist halt sehr, wenn du es so trägst, dann finde ich es sehr sackig. Bei mir ist es sehr lang. Krass. Das könnte auch so ein Pyjama-Oberteil sein, ne? Ich sehe halt einfach neben dir aus wie ein Kleinkind. Nein! Aber ich mag, dass die Ärmellänge ein bisschen länger ist und das ist ja aber nicht so schlapprig. Also es ist hier schon... Ja, ich würde es halt so binden, dass es so ein bisschen... Du das? Eigentlich habe ich so ein Haargummi und dann... Ich habe jetzt keinen und dann binde ich das so fest und dann... Heck, packe ich das so drunter. Das ist cool. Aber jetzt, das hält halt jetzt nicht. Ja, mache ich auch oft, aber das hier finde ich, wenn ich es irgendwie, dann wird sich hier alles wölben. So. Dann, deswegen fand ich es okay und das ist auch schön, hattest du auch, glaube ich, gesagt, dass das längere Ärmel hat. Genau, ne? Die Ärmel sind ja relativ lang. Das finde ich ganz süß, weil man das vor allen Dingen halt auch tragen kann, dass es nicht so extrem heiß ist wie heute. Ja, ey Leute, wir haben einfach fucking 40 Grad, ja. Das nenne ich Einsatz. Ja, wirklich. Also ich bin kein Fan. Nee, ich auch nicht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Muster fände ich, glaube ich, gar nicht so schön. Nee, von hinten finde ich die, glaube ich, gut. Ja, guck, wenn der Strich, wenn der... Ja, aber hier ist das hier woanders. Nee, wie gesagt, das T-Shirt finde ich schön, mega aber schön. Es hat halt bei mir auch komplett anders ausgesehen, weil es ultra lang war. Ja, bei dir war es viel länger als bei mir. Ich habe so einen kurzen Stummel-Oberkörper. Ich habe einen langen Oberkörper, aber ich habe gar nicht so lange Beine tatsächlich.
Aber ich glaube, dein Verhältnis ist normal, ja, oder? Also Oberkörperlänge zu ich Beinlänge. Ich weiß nicht, was ist denn normal? Das ist auch immer so eine Sache. Das ist normal, wer weiß. Aber da hatte ich irgendwie bei der Hose tatsächlich mehr erwartet. Ich dachte, das würde cooler aussehen. Ja, auch im Vorschaubild sah es auch cooler aus. Das hat so komisch ausgesehen. Hier das der in der Mitte, ja, als hätte man so ein... Keine Ahnung. Landebar. Ich fand aber die Machart süß. Also ich mag gerne so weite Culottes. Und es auch war bequem. Plissierte, genau, es war bequem. Mir war es natürlich wieder viel zu lang, weil ich ja kleiner bin wie du. Ja, aber ich fand trotzdem, war okay, dass es okay aussah. Also die Hose war optimierungsbedürftig. Mhm. Aber ich finde, an sich war es okay und bequem. Man kann es schon tragen. Ja. Es ist ein Look. Es ist ein Look, Leute. Von hinten auf alle Fälle gut. Bin gespannt auf eure Meinung. Einfach nur von hinten zeigen. Was darf natürlich nicht fehlen bei einem gemeinsamen Video von uns? Eine Jeanshose. Was wäre ein Körperformenvergleich ohne eine Jeanshose? Genau. Das haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt. Chucky ist natürlich auch ein Size in Betweenie. Mhm. Also auch in der Kategorie. Bei dir heißt es der Hashtag klein und kurvig, ne? Mhm, genau. Genau. Weil ich ja auch klein bin, ne? Ja, genau. Klein und kurvig. Und mich hat total interessiert, wie so eine Jeans an uns beiden aussieht. Und wir haben uns ein bisschen reingequetscht. Das ist eine Jeggings tatsächlich, weil ich dachte, okay, das schaffen wir auf alle Fälle irgendwie beide rein, weil es stretchy, stretch. Highwaist, let's look at it. Die ist sehr stretchy. Ja, das wahrscheinlich. Und sehr highwaist, oder? Ja, es ist eine Highwaist-Hose auf alle Fälle. Aber ich finde, ja. Eine Jeggings ist das. Ah. Das klebt alles so krass. Weiter als hier. Sport, ne? Das sieht schlimm aus. Okay, bei mir sieht alles schlimm aus. Ich bin immer noch nicht drin. Huh. Oh mein Gott, ist die Highwaist. Für diese Temperaturen ist so eine Jeggings nicht geeignet. Oh mein Gott, nein. Boah. Da wieder raus war noch schlimmer wie rein. Ja, es war einfach ein bisschen wurstig. Oh mein Gott, ist die Highwaist. Bei mir ist die gar nicht so krass. Aber guck mal bei mir. Bei dir geht die so bis hierher. Ne? Bis unter die Arme. Jetzt muss ich das Oberteil wirklich so hochknoten. Oh, da ist aber ein schöner Hintern da drin. Oh, danke! Ich mag grundsätzlich ja auch mein Po in Hosen sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Also bei mir sieht er komisch aus. Tatsächlich. Ja, voll. An sich, fand ich, hat die uns beiden ganz okay gestanden. Mhm. Es war jetzt nicht der absolute Kracher, weil es halt super eng war einfach. Du hast aber halt eine gute Jeans dafür ausgesucht, weil Highwaist ist bei unserer beiden Körperformen sehr, sehr gut. Also ich liebe Highwaist-Hosen. Ja, ich auch. Und packt die Farbe und die Waschung waren super, das habe ich ja auch schon gesagt. Weil nämlich keine da war. Genau. Ich mag nichts, was vorne oder am Po hellere Waschungen hat, weil man einfach noch breiter wirkt. Finde ich nicht so vorteilhaft. Ja, das kommt immer drauf an. Aber das... Also so macht man irgendwie nichts falsch, ne? Also ich fand, bei mir hat aber dahinter nicht so gut ausgesehen. Das fandst du jetzt? Ja. Ich fand's schon schön. Ich fand deinen Hintern schon schön. Danke, ich fand deinen Hintern schöner. Danke. Gut, hätten wir das auch geklärt. Der sieht schon gut aus. Ich sag dir mal, dass ihr Po gut aussieht. Doch, das sieht gut aus. Ich mag die Farbe und dass es keine Waschung hat, das finde ich immer schön. Ja, wenn ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich mag es lieber, wenn es keine helle Waschung hat. Ja, ich mag es auch nicht, wenn das so doll verwaschen ist. Aber schon. Aber die ist halt echt schon ein bisschen sehr stretchy und sehr... Ja, die ist zu Leggings-mäßig. Ja, das ist einfach mir zu eng. Das ist für mir kein Jeans-Feeling mehr. Nee. Ich mag grundsätzlich nicht, wenn eine Jeans nur so eine Gummijeans ist. Ja. Ich will bei einer Jeans auch ein Jeans-Feeling haben. Ja, ich weiß, was du meinst. Schlecht sieht sie bei dir jetzt nicht aus. Wäre mäßig. Und ich bin erstaunt darüber, dass sie auch von der Länge so gut geht, obwohl ich ja kleiner bin als du. Ja, stimmt, ja. Die ist wie hat denn das die Hose gemacht? Die hat sich... Gut, es fehlt hier wahrscheinlich noch so ein klein bisschen Stoff. Also ein bisschen länger als bei dir ist sie, aber jetzt nicht zu lang, was ich cool finde. Aber dafür ist sie bei mir halt auch 10 cm am Bauch höher. Das war dann mein Fehler. Ich ziehe eigentlich auch keine Leggings an, aber... die passt halt auch neben, das ist halt ja, das. Deswegen hatte ich die mitgenommen. Aber es war okay. Ja. Ja, kann man machen. Kann man machen. Fand ich würde sie auch anziehen. Ich fand es aber auch lustig, dass die von der Länge her uns beiden gepasst hat. Ja, auch wieder. Das hätte ich nicht gedacht. Die war bei mir auch nicht zu lang, nee, aber dafür war sie oben halt, unterm Busen fast. Mhm. Du hast mehr Highwaist gehabt als ich, weil mein Oberkörper einfach sehr lang ist. So unterschiedlich kann es sein. Boah, wenn ich jetzt mir dran denke, dass ich das wieder anziehen müsste, boah. Ja, das nächste Outfit ist ein bisschen zu warm für gerade, aber ich wollte unbedingt mal so ein Jogging-Outfit anziehen. Was ja auch super bequem ist. Und das sieht so aus.
tolle Farbe. Ich finde die Farbe auch richtig, ja, schön. Richtig schön. Ich finde, rosa kann auch gut in die Hose gehen. Du hast nämlich vorhin auch gesagt, okay, das könnte verschwimmen mit unserem Hautton. Ja. Stimmt, hat es nicht zum Glück. Nee. Wir zeigen euch mal, wie es ausgesehen hat. Mir ist jetzt die Hose, finde ich, sehr, halt wie eine Jogginghose, sehr locker und auch ein bisschen lang wieder. Ja, und bei mir ist es einfach sehr eng. Glaube ich, einigermaßen. Aber auch der Pulli ist für mich irgendwie so ein bisschen zu schlabberig. Und ich finde, das hat uns beiden richtig gut gestanden. Das finde ich auch. Ja. Also es hat anders ein bisschen ausgesehen, weil dann das Oberteil, ja, bei dir wieder länger war. Ich hätte war. Mir gewünscht, dass das Oberteil an mir ein bisschen kürzer, ja, gewesen wäre. Aber das kannst du wieder croppen. Ja, das stimmt. Theoretisch kannst du es sogar. Ich würde mir halt mal wünschen, dass Crop-Sachen bei mir auch Crop sind und nicht Normallänge. Das wäre halt vielleicht mal schön, aber war halt nicht so. Das ist schon krass, wie unterschiedlich das aussieht. Ja. Das ist einfach die gleiche Größe, Leute. Ja, sieht komplett anders aus. Aber die Farbe steht uns beiden. Ja, das ist cool. Also es war auch sehr bequem und ich finde, auch ein tolles Material. Es ist so ein bisschen dünner, aber halt sehr, ja, gemütlich. Und ich finde auch, wenn man da jetzt irgendwie die Hose oder beides anhat und einen coolen Sneaker dazu, würde ich auf jeden Fall so rausgehen. Ja, das ist so ein bisschen Kylie Jenner. Mhm. Kommen wir zu den Fails. Ich dachte mir, ich hole uns so ein schönes Sommerkleid in so einer schönen Farbe. Ich dachte auch, es ist ein schönes Sommerkleid. Es ist wunderschön. Ich finde die Farbe auch richtig toll. Der Max sagt, das peachy. Auch hier so schön verspielt. Steht uns auch beiden einfach gut. Ja, von der Farbe her echt gut. Ein richtig schönes Kleid. Ja, dann haben wir es anprobiert. Ich glaube, das war der größte Fail, den ich jemals angezogen habe. Ich dachte, das Kleid wäre so das praktisch ist voll, für uns nee, beide. Das ist vor allen Dingen eigentlich voll schön. Das ist ein bisschen kurz, vor allen Dingen hinten. Ja, ich frage mich, wie das bei mir aussieht. Ich bin ja größer als du. Aber das ist echt... Das ist ein Oberteil bei mir. Mann, warum kommt bei mir eigentlich heute alles hinten? Also, schilder doch mal, was deine Probleme waren mit diesem Kleid. Es war zu eng. Und zwar nicht am Körper, sondern die Arme. Mhm. Oh mein Gott. Noch dazu, ja, hier schön heiß und ein bisschen verschwitzt. Ich konnte die nicht mehr bewegen. Also ich bin da irgendwie so drin gegangen. Das hat nicht funktioniert, dieses Kleid ordentlich anzuziehen. Und es war halt vor allen Dingen bei dir echt ein bisschen knapp untenrum. Genau, bei mir war es so, die Arme waren zwar auch sehr eng, aber es ging noch. Ja. Aber also die Länge ging halt gar nicht bei mir, ne? Also bücken geht schon mal gar nicht mehr. Das war eher ein längeres Oberteil bei, ja, mir. Bei mir ging das von der Länge, also ich hätte mich auch nicht bücken können, aber es, nee, war noch ein Stück länger als bei dir. Ja, bei mir, so knapp, also wenn da so ein kleines Lüftchen, dann hätte man direkt mein Poppes gesehen. Ja, aber so vom Schnitt ist sowas, glaube ich, für unsere Figurtypen beides sehr, sehr gut. Ja, deswegen hatte ich es auch geholt, ja, aber es ist halt einfach zu kurz und die Ärmel ein bisschen zu eng. Mhm. Ansonsten von der Farbe her und so vom das Verspielte und so. Rüschen fand ich auch bei beiden schön. Auch, dass es so ein bisschen tailliert ist, ja, war schön. Aber es hat halt nicht gepasst. Tja, sah halt einfach dann doch nicht so gut aus wie mit Arten. Kommen wir zum 90s Outfit. Das fand ich ja witzig, ne? Aber ein bisschen zurückversetzt in meine Jugend. Oder in unsere Jugend. Ja. Du denkst immer, du bist älter als ich, ne? Nö. Nee. Nö. Weil vorhin auch so, ja, die Buffalo. Ich bin grundsätzlich irgendwie immer älter, aber ich glaube, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Ah, nee, das meinte ich gar nicht so. Nee, nee, nein, nein, aber so grundsätzlich. Ich habe wirklich, ich bin oft die Älteste, aber... Das 90s Outfit, halt mal hoch. Ich habe so einen Rock geholt, so der glitzert. Eigentlich hatte ich das ehrlicherweise jetzt nicht so auf dem Schirm, dass der glitzert, so aber... So ein fluoreszierender Faden drin oder so. Ja, der ist schön lang mit so Walle-Walle und so. Finde ich total ich schön. Ich habe ja gesagt, hier, Esmeralda. Könnte auch Festival-Outfit sein. Das Outfit. Outfit. Der hat voll Festival-Outfit, genau. Ja, und das, jetzt kommt das Krassere noch, was dazu, dann das haut euch weg. Das Oberteil. Bäm! Weißt du, an was mich das erinnert, wenn ich das einfach so sehe? An, kennst du so, so Stoffgeschäfte, wo so Stoffballen sind immer? Da ist mindestens einer dabei, der so aussieht. Ich find's toll. Ja. Das hat mich an meine Kindheit erinnert. Und ich fand, Chucky meinte, ich sehe aus wie eine Wahrsagerin. Ja, absolut. Vor allem mit den Kreolen. Ja. Esmeralda. Und ich hatte meine Haare vorhin dann auch noch so zu. Ja. Okay, seht sie. Aber warte, wir zeigen es euch. Boah, ich sehe ein bisschen... Sieht aus der Polly Pocket Welt aus. Du siehst aus wie eine Wahrsagerin. Ja, auch noch mit den Krebs. Ich freue mich, das ist so ein Tuchbräuchchen. Esmeralda, du bist Esmeralda. Oh, das finde ich schön. Hey, das sieht richtig gut aus. Aber jetzt fehlt ja noch das Sterne-Ding. Darum geht's ja eigentlich. Ja, aber das passt jetzt, glaube ich. Aber probier einfach mal. Hau einfach mal drüber. Noch. Und noch eine Lage Stoff. Weißt du, wie ich mich fühle?
aus so einem 2000er Schulfilm. Aber voll. Aber ja, richtig. Und jetzt am besten liebe noch ich so schwarze Buffalos dazu. Oh, geil. Oh, geil. It's a look. Ja, das ist auch so ein bisschen transparent. Es ist ein spezielles Outfit, es ist ein bisschen drüber, aber ich würde sagen, für ein Festival wird es gehen. Absolut. Und ich finde, dir hat es auch gut gestanden. Also, ich weiß, dass du es nicht so gefeiert hast. Hat man das gemerkt? Dein Mann Nein. kam auch rein und hat ein bisschen entsetzt geguckt. Sehr entsetzt geguckt. Bist du von Aladdin oder was? Nein, ich bin aus den 90ern. Oh, Spice Girls. Kann man mal machen, ja, ne? Ja. Nein, aber grundsätzlich finde ich schön zu sehen, dass ich es tragen kann. Also ja, ich habe mich jetzt nicht unwohl gefühlt vom Schnitt her, aber es ist halt schon sehr auffällig. Ja, also für, ich finde, es ist so ein Festival-Outfit. Ja, ja. Da wollen wir mal ein bisschen ansehen, schimmern und bling bling handeln. Hättest du mir jetzt noch Glitzer ins Gesicht gemalt und einen kleinen Zopf geflochten und ich hätte Doc Martens angehabt, dann wäre ich mit dir aufs Festival gegangen. Ja, siehst du? Ja. Aber also den Rock, muss ich sagen, den finde ich manchmal, also manche Sachen von dem Rock finde ich ein bisschen schwierig. Ja, wie zum Beispiel Naht, das Ding unterm Hintern. Genau. Hinterm Bobbes. Dieses Teil hier. Das sah irgendwie seltsam aus. Das hat von vorne ein bisschen Food Baby und von hinten ein bisschen Giga-Arsch. Ja. Das war ein bisschen schwierig. Ja, ansonsten, das Oberteil fand ich ganz schön. Das Aber ich glaube, das süß ist super die Geschmackssache. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich mochte es sehr gerne irgendwie. Ja. Man kann es auch downstylen, dann ist es nicht mehr Festival. Ja, man könnte auch einfach so eine Jeans drauf anziehen, genau, und fertig. Wir sind jetzt mal sehr gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt, welches Outfit ihr am besten findet und vielleicht auch, ob euch das überrascht hat, dass das so unterschiedlich an uns aussieht. Ich fand es auf alle Fälle super spannend und mich total cool zu sehen, ja, irgendwie, dass wir eigentlich wirklich die identische Größe haben und es trotzdem so anders aussieht. Vergesst jetzt auf gar keinen Fall bei Jackie vorbeizuschauen. Ja. Hier verlinke ich euch mal das Video und ihr solltet auch auf alle Fälle ihren Kanal abonnieren, denn sie macht auch ganz oft so Videos, wo sie über Körperbewusstsein, Body Positivity spricht. Ja, dann sehen wir uns gleich bei dir. Ja, bis gleich, Leute.